Hallo und herzlich willkommen zu BeTheChange.World. Mein Name ist Robert. Es gab schon länger mal kein Video mehr, Freunde. Bitte entschuldigt. Ich war sehr busy. Ich hatte viel zu tun. Da stehen mehr Bretter da als letztes Mal. Und heute möchte ich euch mitnehmen zu dem Haus, zu dem Steinhaus, welches ich euch schon vor über einem Jahr vorgestellt habe. Es sind zwei Stück, die sind jetzt so gut wie fertig gebaut und es gibt mehr Infos darüber. Ja, erstmal zeigen wir nochmal schönen Sonnenaufgang. Ja, Freunde, die Regenzeit ist um, der Sommer ist da und ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Die letzten 2 Wochen lief es nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Alles hat sich ein bisschen verzögert. Meine Säge lief nicht richtig. Das Sägeblatt wollte nicht so, wie ich wollte. Und so ist es im Leben. Ja? Erstmal nehme ich euch mal mit. Da runter mit dem Auto. Una familia que recién está empezando. Dos cuartos y una sala. Más una pequeña cocina. Sí. Tú eres Bien. maestro, le fabricaste, pues. Claro, Muy pues. bien, te adoro. Yo mismo soy a construir. Ah. Techo rojo, techo propio. Techo propio. Ya, muy bien. Sí. Es un programa del Estado, dices, ¿no? Sí. Muy bien. Ja, Freunde, vor über 1,5 Jahren habe ich hier ein Video angefangen über den Hausbau. Damals war mir nicht bewusst, dass das hier ein staatliches Projekt ist, wo der Staat Peru Menschen, die finanziell schwach sind, unterstützt. Dieses Haus wurde von Peru selbst komplett finanziert. Ja, und er hat jetzt hier auf dem Grundstück seiner Oma, hat er die Bauleitung gemacht. Und wir sind jetzt kurz davor, das Bauprojekt abzuschließen. Ja, ich gehe da mal rein, mal gucken, wie es drinnen aussieht. Klar. Oh mein, da fehlt noch ein bisschen Eier. Ah, ja, da haben sie schon die Balken verputzt. Da sind sie gerade dabei, noch zu verputzen. Da noch roh und da noch nicht. Ja. So ein kleines Häuschen. Gibt es Unterstützung vom Staat? Ja, hier gibt es zwar keine Sozialleistung wie in Deutschland, Arbeitslosengeld und fa faul auf der Couch hocken, das macht Peru nicht. Aber es gibt diverse Programme hier in der Region, wo Landwirtschaft betrieben wird, um Landwirtschaft anzukurbeln und in dem Fall hier auch ein Haus zu errichten. Hier ist ein zweites Haus, das so gut wie fertig ist. Er sagt, das ist schon verputzt, ja, komplett aus Zementziegeln. Buenas tardes. Qué bonito, abuela. Muy bien. Ich gehe meinen Nachbarn gleich mal besuchen. Das ist fertig. Hier ist der Boden schon drin. Ja, Zementboden. Mit einer roten Farbe versehen. Das machen die Peruaner gerne. Qué bonito. Acá solamente falta para que no llegue mucho calor, aislar con termopor y fibra cemento. Ah ja, das wird hier noch isoliert, das heißt, damit es nicht so heiß ist im Sommer, kommt hier noch eine Zementplatte, eine Fiberplatte unterhalb vom Dach, wird es isoliert und die ganzen Zementarbeiten sind fertig. ¿Eso de la lluvia bañaste aquí? Le echa un poco de agua La, para que lavar. no se corte el. Hier haben sie gewaschen, das ist jetzt nicht, weil das Dach undicht ist, sondern hier haben sie den Boden gewischt. Electricidad, ¿quién ha sido esta? Electricista. Also das funktioniert angeblich so. Der Staat gibt das Geld und je nach Baufortschritt bezahlt man dann jeweils den Maurer, den Elektriker, den Dachdecker
Und weil die sich nicht einigen konnten, stand die Baustelle hier 1,5 Jahre irgendwie still. Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist schön geworden. Auch hier die Abschnitte, die Fugen. Ja, ist halt roh, das wird auch so bleiben. Wahrscheinlich klatschen die sich hier so ein bisschen Farbe. Was mit der Color de, de Cemento va a quedar esta color? Otro color, dependiendo ya como quieren el dueño. Vamos a pintar de... Das wird also noch gestrichen in der Farbe, die der Besitzer haben möchte. Und ja, muss ich sagen, gefällt mir gut. Und das ist, wie gesagt, hier möglich vom Staat. Ja? Hartz IV und irgendwie Faulenzergeld gibt es nicht. Aber die Art von Hilfe bekommt man hier. Hier haben sie noch Styropor. Also das Haus wird isoliert. Ja, eine Styroporschicht. Und dann unten drunter sind die Zementplatten. Ja, das wird noch gemacht. Und hier haben sie die Holzleisten schon lackiert oder lasiert. Ja, das duftet ganz gut. Hola vecinos. Qué bonito casita, no? Hay para luz, para cable también. Hier haben sie noch Kabelführungen. Ja, el estado pagado todo. Muy bien. Also buen apoyo. Ja. Gracias, Presidente Castillo. No existe, ¿no? ¿Dónde vive Castillo? En un castillo, ¿no? Claro. Yeah. Está en el castillo. Es en el castillo, ¿no? Bien asegurado, en cuatro paredes. En un hueco. Ah, ja, der Präsident Antigua. Also, der jetzige Präsident, der im Gefängnis sitzt, der ist dafür nicht verantwortlich. Castillo heißt übrigens Burg, ist aber ein Spaß gemacht. Ja, ja, der Herr Burg sitzt in seiner Burg, in seinem Erdloch. Aber das ist anscheinend noch ein Projekt von vor seiner Zeit. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert über die Qualität und auch über die Ausführung. Ja, und dass der Staat einfach alles hier zahlt, ist eine feine Sache. Ja, und so haben die jetzt hier zwei Häuser für lau. Ich habe meinen Nachbarn Theodoro gerade noch gefragt, wie lange hat jetzt die reine Bauzeit gedauert, ohne jetzt die Bauunterbrechung. Da meint er, von Start bis Finish, jetzt ohne die ganzen Pausen, ungefähr 2 Monate. Und dieses Modell ist das Standardmodell, welches in ganz Peru als Unterstützung angeboten wird. So, ich muss jetzt in die Stadt hier den Leihwagen zurückgeben. Wer hier zu Besuch kommt und sowas leihen möchte, kostet 50 Euro am Tag.
So, Freunde, heute ist ein spezieller Tag, denn heute kommen Straßenbauingenieure, um uns hier eine Straße auf unser Grundstück zu schneiden. Und hier, wo ich gerade stehe, kommt ein See hin, ein großer Teich für Fische. So, hier ist der mit Abstand flachste Teil meines Grundstücks. Und hier haben wir morgens Schatten und mittags Schatten, da wir hier Wald haben auf der Seite. Ja, während bei mir oben am Haus schon pralle Sonne ist, da oben ist hier noch schön schattig. Das bedeutet, hier wo ich stehe, kommt Wasser. Diesen Avocado-Baum pflanzen wir um. Ja, einige Bananen pflanzen wir um. Einige werden einfach nur abgeschnitten. Hier haben wir früher Mais gepflanzt. Und heute gehen wir her. Ich glaube, ich drehe das einfach später noch, wenn die Jungs kommen. Ja, dann machen wir wieder ein längeres Video. Hier endet der Hang. Das war da vorne bei der Kaffeepflanze. Und der Bagger wird hier reinfahren und anfangen, hier die Erde abzutragen. Die abgetragene Erde wird da gestaut, wo der Mais war. Und die Ingenieure müssen entscheiden, inwieweit wir den See nach links machen. Ich hätte gerne mindestens 1000 Quadratmeter. Ja, einen großen See. Wir haben hier viel Wasser. Wir können uns hier einen richtig schönen See zum Schwimmen und für Fische anlegen. Eventuell lege ich das Abwasser von meiner Badewanne lege ich um, denn ich möchte nicht, dass das Wasser von den Hühnern in den sauberen Forellenteich reinläuft. Das bedeutet, ich ziehe von oben vom Wasserfall ziehe ich eine saubere Leitung, die hier reinkommt. Und der See wird ausgekleidet mit Steinen. Ja, wir machen da keine Folie rein, wir machen da kein Lehm. Wir möchten, dass das klares Wasser wird mit wasserreinigenden Pflanzen. Das sind die Hühner, die frei sind. Die kennen den Ausgang aus dem Hühnergehege. Die laufen hier rum und arbeiten. Und ich habe gerade Zitronen geerntet und gehe hoch zu Maria. Jetzt gibt es Frühstück. Also hier habe ich, wie gesagt, die Ententeiche angelegt. Eventuell, um den See nicht zu kontaminieren mit lehmigem Wasser, machen wir den Ablauf weiter nach da und tragen hier komplett ab. Ja, das Zuckerrohr kommt raus, das pflanzen wir später neu und machen den See ein bisschen breiter. Ja, 50 mal 20 Meter sind 1000 Quadratmeter, aber auch 30 mal 35 sind 1000 Quadratmeter. Ja, und er soll nicht irgendwie nur rechteckig sein, er soll hier in das Gelände reinpassen. Ja, so, dass es organisch ist. So, jetzt gehe ich nochmal hier Richtung Sonne mit euch. Das ist der Pfad, den meine Schwiegereltern ausgetrampelt haben im Laufe der Zeit. Ich war gerade auf ihrem Grundstück Zitronen ernten. Da sind schon ein paar größere Bäume. Hier ist noch ein schöner Jackfruit, der jetzt kommt. Hier sieht man mal, was immer ansteht. Hier ist so eine Liane. Guck, da fängt sie an. Die fängt jetzt an, hier den Jackfruit zu ersticken. Nimmt man sie einfach raus, sagt ihm, hallo Jackie, nimmt die toten Blätter ab. Und dann geht das Wachstum wieder weiter. So. Machete noch mitnehmen. Bella und Bodo waren natürlich mit auf dem kleinen Gassi. Die lassen sich die Chance nie nehmen. Jetzt gehen wir mal der Sonne entgegen. Ihr habt eventuell Fragen zu den Kosten für die Häuser, die ich euch eben gezeigt habe. 30.000 Soles pro Haus. Ja, das ist klein. Ich würde die Fläche schätzen auf 30 Quadratmeter. So, will man sich hier ein Steinhaus bauen, 50 Quadratmeter zweistöckig, muss man so 15.000 Euro in die Hand nehmen. Mit allem, mit Material, mit Arbeit, mit allem drum und dran. Herrlich. So, nochmal zur Straße. Da unten mache ich meine Tischlerwerkstatt, die richtige. Ja, das ist nur hier ein Provisorium, dass ich hier vor Ort, wo ich bin, mein Holz richte. Das bedeutet, die Einfahrt zu meinem Grundstück ist da vorne, links vor den großen Bäumen. Hier wird die Straße reingehen. Hier werden sie planieren, werden ein bisschen mehr Platz machen. Dann geht die Straße einmal rum, den Berg rum.
und kommt auf der anderen Seite von unserem Haus wieder raus. Und dann ist die Maschine da, wo der See angelegt werden soll. Ja, die Hunde haben hier gutes Kissen aus Sägespänen, aus Sägemehl. Ja, ich habe heute hier noch ein bisschen geschlafen. Ayahuasca kocht, by the way, immer noch. Heute wird fertig gemacht. Ich habe mich hier heute mit den Hunden abgelegt, ein Video geschaut, bin bei eingeschlafen. Das Video muss ich mir zu Ende anschauen, das war herrlich. Über die neue Zeit, über die feinstoffliche Welt und die physikalischen Beweise, die wir heute haben. So, das nur nebenbei. Ja, herrlich. Also, Bodo, go, we go have some eat. Jetzt gehen wir mal rein. No, no, vamos del taller, trochamos 30 metros más y listo es. Todo, estamos afuera. Ya el maíz va a sufrir poquito, pero también un animal comido. No sé, pero un animal rompiendo los palos. Machetero, ¿no? Pendejo, ¿no? También se come, chicharrón. ¿Y esta casa de allá de quién es? Del vecino. Esa es donde pasamos, del restaurante Fundo Mirador. Ese es el palo. Y mira, un animal matado mi maíz. ¿Así lo ha dejado? Sí. No tiene frutas, no tiene su maíz, pero... ¿Sí se cayó? Voy a acostar, ¿no? Aquí falta un metro y buen camino. Eso se empuja con máquina, ¿no? Sí. Ya, tranquilo.